Du möchtest auch diesen schönen Waffenskin oder diese schöne Waffe haben? Hast heute Lust, eine Sammlung abzuschließen? Dann möchte ich dir heute zeigen, wie du an diesen schönen Großschwertdingen kommst und das in kürzester Zeit. Und zwar mit der Sammlung Führung zum höherem Verständnis bekommst du nicht nur ein Großschwertskin, sondern auch Erfolgspunkte. Um das Großschwert zu bekommen, musst du 7 Aufgaben in der Sammlung machen. Aber zuerst, um überhaupt diese Sammlung freizuschalten, musst du dir in der mystischen Schmiede einen Ektoplasma-infundierten Visionskristall herstellen. Und was du dafür brauchst, habe ich dir hier einmal eingeblendet. Durch diese Herstellung des Ektoplasma-infundierten Visionskristalles bekommst du nicht nur diese Sammlung für das Großschwert, sondern du bekommst auch zugleich eine Sammlung freigeschaltet für eine Fackel als auch für ein Schwert. Wenn du mehr zu diesen erfahren möchtest, dann vergiss nicht zu abonnieren, denn auch die nächsten Wochen werden zu diesen beiden Sammlungen jeweils ein Video online kommen. Nun brauchst du deinen Waffenschmied, denn du musst eine geölte Orikalkum-Großwertschneide herstellen. Die kannst du ab Level 500 herstellen. Unser erster Halt ist im Gebiet Schwarzflügel-Ausgrabung und die Wegmarke Kestrel. Da musst du dich einfach Richtung Hellenpunkt, Richtung Süden halten. Einfach durch die Stadt durch, am Ende über die Mauer der kleinen Burg und Richtung Friedhof. Dort steht die Dame, die du einmal kurz ansprechen musst. Der nächste Spot ist bei der Wegmarke Tenae Beonsee und dort haben wir ein Sprungrätsel. Das Wichtigste ist bei dieser Sammlung, du musst jeden Punkt nach der Reihe machen, heißt du musst bei dem ersten Item anfangen und gehst zum zweiten Spot. Der Eingang ist ein bisschen versteckt, aber man findet ihn, wenn man ein bisschen guckt. Wenn man jetzt einmal zur Linken guckt, wo die Gildenherausforderung ist, steht sie oben auf diesem Pfosten. Aber wir müssen das Sprungrätsel einmal machen. Es ist ein bisschen verwirrend, weil es zwischendurch auch ein paar Erdbeben gibt, aber es ist eigentlich ganz einfach. Hier hinten habe ich sie nochmal markiert, dass man sie sieht. Und so haben wir uns einfach unseren Weg durchgebahnt. Hier sind wir rechts über den Balken und Stück Balken für Balken. Nach dem Erdbeben ging es dann weiter. Aber ja, Sprungrätsel sind nicht meine ganze Stärke. Ich bin leider nämlich jetzt gleich fast runtergefallen. Zum Glück hat mich mein Freund mit seinem Portal dann hochgeholt und das Ganze ging dann relativ flott. Und da haben wir dann auch die Person, die wir brauchen. Der dritte Punkt ist bei den Donnerbruchhügeln, bei der Wegmarke Donnerbruch. Einfach nach Osten rüber, da findest du einen Hochpunkt, sage ich jetzt mal, und links beim Baum sieht man sie schon stehen. Unser nächster Punkt ist in den hochcoolen Höhlen und über die Wegmarke Fangzornwache. Das ist ein bisschen versteckt, aber eigentlich ganz klar, wenn man dem Weg folgt, findet man den Eingang in die Höhle und dort steht sie dann bei einem Wasserfall um die Ecke. Der nächste Punkt ist im Wildling-Engpass über die Wegmarke Ogerstraße, unten im Süden, bisschen östlich. Und einfach der Nase lang runter Richtung Süden. Dort steht sie bei einem hinteren Fels in einer Ecke. Hast du diesen Part gemacht, kommen wir zum letzten, da du am Anfang die Orikalkum-Schneide hergestellt hast, darfst du wieder zum Anfang zur Wegmarke Kestrel springen und runter zum Heldenpunkt fliegen. Dort sprichst du erneut mit ihr und hast die Sammlung geschafft. Dann hoffe ich, dass dir dieser Part gefallen hat. Falls du weitere Videos sehen möchtest, abonniere gern meinen Kanal und schau dich ein bisschen um. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!